Grüß dich. Wir haben am 21.04. eine Konjunktion von Jupiter im Stier mit Uranus im Stier. Und das ist ein absolut toller Neubeginn. Es wird auch in der ganz alten Astrologie der Quantensprung benannt. Und ich würde dir gerne heute meine Impulse auch aus der Trauma- und Bindungsarbeit mitgeben, da ich die Trauma- und Bindungsarbeit seit 17 Jahren mit der Astrologie und seit 2 Jahren mit dem Yin-Wissen verbinde und dich dabei total gern unterstützen möchte. Mein Name ist Sabine und ich freue mich, wenn wir jetzt ein paar Minuten miteinander verbringen und ich bin auch im Anschluss richtig gern für deine Fragen da. Jupiter im Stier ist eigentlich die Fülle. Es ist die Fülle, es ist das Glück, die Weite und es ist auch gerade blühend draußen die Bäume, so schön habe ich sie, glaube ich, noch nie erlebt, was für mich das so symbolisch ausdrückt, dass die Natur und das Weibliche eigentlich Fülle pur ist und dass es uns das auch zeigt und dass es einfach da ist. Und damit wir, du und ich, damit wir diese Fülle spüren können, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch da sind. Also, dass ich in meinem Körper bin und dass ich Momente habe, wo ich still werden kann, wo ich eine Seinsqualität entwickle, die tiefer geht, wo ich tatsächlich auch im Körper sein kann, präsent, in meinem Herzen, in meinen Brüsten als Frau, in meinem Bauch und auch in meinem Schoßraum als Frau und auch als Mann in deinem Schoßraum und in deinem Penis einfach präsent zu sein. Nicht nur von außen, das ist so ein bisschen die Schattenseite vom Stier, ist der Skorpion, dass ich die sehr viel auf Perfektion lege, sehr viel auf Geld lege, sehr viel auf Oberflächliches und dass ich gut funktioniere, dass ich gut ausschaue und dass ich sehr viel erreichen und bewirken kann. Aber es geht mir dann mehr um das Haben wollen. Und die Tiefe von der Stierqualität ist das Sein. Also das Sein kommt vor dem Haben. Und das Sein ist natürlich extrem schwer als Folge von Traumaprägungen. Dieses im Körper zu sein ist für Menschen, die von Kind an und von früh an und manche auch schon pränatal, entweder schwer traumatisierte Eltern gehabt haben oder ein Umfeld von Gewalt, von Missbrauch, von Ablehnung erfahren haben. Dazu habe ich übrigens ein extra Video zur Ablehnung für dich aufgenommen. Dann steigen wir aus dem Körper aus. Wir sind nicht mehr da und wir verlagern uns mehr ins Außen. Wir schauen, wie funktionieren wir eben, wie schaue ich aus, schaue ich weiblich aus, bin ich anziehend, bin ich ein toller Mann. Aber ich fühle es nicht. Und dein Wert, dieser Selbstwert, was auch zum Stier gehört, der kommt aus deiner Tiefe, aus deinem Inneren. Und der ist eigentlich in dir, in deinem Sein da, wenn du lernst, dich zu lieben, dich anzunehmen und gut zu dir zu sein. Und das können wir lernen und super, super gern unterstütze ich dich dabei, weil ich selbst habe mich massiv abgelehnt und ich war auch wirklich teilweise depressiv. Ich hatte auch große, verschiedene finanzielle Probleme. Ich war chronisch krank. Ich hatte Angststörungen, alles als Folgen von meinen Traumaprägungen. Und ich konnte es Schritt für Schritt auch mit Unterstützung heilen. Und auch du kannst dich heilen lernen. Im Sinne von, dass du mit dir so in Verbindung kommst, dass du in deinem Körper sein kannst, dass du von deinem erwachsenen Bewusstsein da sein kannst und dich mit allem, was dazugehört, annimmst. Und hier kommt jetzt dieses große Geschenk von Jupiter im Stier mit rein. Jupiter und die Schütze-Thematik, die dazugehörige, möchte, dass wir uns erinnern. Dass wir uns auch an unsere Geschichte erinnern. Wer bin ich? Und dieses Wer bin ich, da gehört natürlich dazu, wie ist es mir gegangen als Kind?
wie war für mich die Schwangerschaft, die ersten Jahre, meine Kindheit, wie habe ich mich gefühlt? Das gehört zu meinem Ich-Sein und meiner Geschichte dazu. Und wenn wir das realistisch da sein lassen können, oder andersrum, als ich mich erinnert habe, was ich erlebt habe, wie es mir gegangen ist, habe ich mich ganzer gefühlt und ich konnte mich tatsächlich annehmen, wo ich mich vorher so falsch gefühlt habe. Und ich habe mich schmutzig gefühlt und ich habe mich abgelehnt gefühlt und zutiefst wertlos. Und natürlich, ich habe sexuelle Gewalt erlebt über 6 Jahre. Von Baby an bis circa 6 Jahre, fühlt ein Kind sich dann wertlos und schmutzig und falsch. Das ist ja eine natürliche Folge auf etwas Unnatürliches, was wir erlebt haben. Und bei dir wird es ähnlich sein. Und ich habe in unzähligen Beratungen, die ich begleiten durfte, und Aufstellungen in Trancen, in Yin-Coachings erlebt, dass das einfach seinen Sinn erstmal macht, so wie wir uns fühlen. Aber natürlich ist es dann trotzdem destruktiv im Sinne von, ich komme dann nicht in mich rein und ich komme so nicht in meine Selbstliebe. Und wenn ich dieses erwachsene Bewusstsein entwickle, und dazu brauche ich dieses Verstehen um meine Geschichte, wird übrigens auch mein Bewusstsein wieder weiter und ich werde dadurch auch stabiler. Dann kann ich nach und nach mir meinen Körper zurückerobern. Und ich kann nach und nach üben. Vielleicht gelingt es dir auch am leichtesten in der Natur oder mit einem Tier, einfach zu sein, zu spielen, zu genießen. Jeder kleine Moment ist kostbar. Übrigens erholen sich dann auch deine Zellen. Jede einzelne Zelle entspannt sich, wenn du im Momenten vom Sein bist und kann viel, viel besser Nährstoffe aufnehmen, was ganz, ganz wichtig und wertvoll ist. Und jetzt ist zu diesem Jupiter Uranus auch noch im Stier und die beiden sind in einer Konjunktion. Und Uranus sprengt jetzt diese ganzen alten Muster, dieses Verharren, dieses alte Glaubenssätze, alte Mauern, die wir vielleicht aufgebaut haben, alte Wertvorstellungen. Aber er sprengt das jetzt nicht einfach so, dass es für dich weg ist, sondern in dieser tollen Konstellation lädt er dich dazu ein, dass du mit deiner Entwicklung, mit deinem Bewusstsein, mit deiner Liebe, mit deinem Körper Erkenntnisse hast. Also das ist wie wenn das einfach von oben, Uranus kommt von oben, reinkommt und du bewegst das in deinen Körper. Klingt ganz einfach und ist aber als Traumafolge sehr schwer, weil dann der Körper und dieses Sein erstmal bedrohlich erscheint. Und trotzdem kannst du dich probieren oder versuchen, darauf einzulassen, weil wir sind heute oder die allermeisten von uns nicht mehr in Gefahr. Und schreib dir diese Inspirationen auf, die jetzt kommen. Geh raus in die Natur, genieße. Und das ist wirklich ein Fest, was es jetzt zu feiern gilt. Und natürlich geht dieser Zyklus 14 Jahre lang. Und er wird tatsächlich auch mit der Neumondin am 8. Mai nochmal ausgelöst. Also das ist jetzt eine intensive Zeitspanne. Und ich würde dich auch einfach kurze Werbeeinblock sehr, sehr gern unterstützen, wenn du magst, sei es mit einer astrologischen Beratung, dass wir schauen, in welchem Themenbereich hast du diese 21 Grad Stier, was tickert es bei dir an? Was darfst du entwickeln? Wo darfst du dich freuen? Und wo darfst du noch mehr sein und lieben? Genauso aber natürlich auch mit den Traumaaufstellungen, wo du dann mit meiner Unterstützung es wirklich schaffen kannst, Schritt für Schritt tief in deinen Körper reinzukommen und dich anzunehmen und darüber Selbstwert und Selbstliebe zu entwickeln. Und dann habe ich noch das Yin-Coaching,
wo wir einfach schauen können, wo verlierst du deine weibliche Energie, wo blockierst du dich, wo lehnst du dich ab und wie kannst du dich mit Ernährung und in deinem Lifestyle besser unterstützen. Ich danke dir für deine Zeit. Ich bin richtig gern für deine Fragen da. Ich freue mich über dein Herz, über deine Teilen, wenn es jemand brauchen kann. Und als allerletzten Impuls würde ich dir gerne noch mitgeben, dass das Omega-3-Öl, und ich mag am liebsten das Vegane von den Algen, und wenn ich darf, ich lasse dir einfach einen Empfehlungslink da. Darüber kriege ich eine kleine Provision, wo ich mir dann einen Cappuccino kaufen kann. Also Omega-3-Öl über Algen oder aus dem Fisch hilft deinem Gehirn, dass es sich wieder besser vernetzen kann und dass es Erinnerungen auch körpertechnisch wieder aufbauen kann. Dass, wenn wir zu wenig Omega-3-Fettsäuren haben, auch dann fehlen uns Erinnerungen. Und auch dann fehlt uns die Kapazität, dass wir wirklich alles umfassend verstehen und begreifen können. Jetzt aber wirklich fertig für heute und alles, alles Gute und Liebe, deine Sabine.